على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Schwestern im Islam. Eine Frage, die viele stellen, ist: Darf man im Ramadan Zahnpasta benutzen? Damit meint man natürlich tagsüber, wenn man fastet. Selbstverständlich in der Nacht ist das selbstverständlich erlaubt, da gibt es gar keine Frage. Und ich möchte erstmal eine Sache von vornherein sagen: Bei den Sachen, die das Fasten brechen oder das Fasten nicht brechen, gibt es sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Und die hängen damit zusammen, was man unter Fasten genau versteht. Es geht unter anderem auf den Vers, Sure 2, Vers 187 müsste das sein. Auf jeden Fall 180 bis 190, wo Allah sagt, in der Nacht des Fastens ist euch erlaubt worden, mit euren Frauen Verkehr zu haben. Sie sind euch eingewandt und ihr seid ihnen eingewandt. Und dann geht es nachher weiter, ja. Also da wird erstmal die erste Sache erwähnt, die ganz klar ohne Wenn und Aber das Fasten bricht, nämlich Geschlechtsverkehr mit der Frau. Und dann wird gesagt, später in dem Vers, weil der Vers ist etwas länger, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْدُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْدِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ. So, es trinkt, bis für euch klar unterscheidbar der Schwarze vom weißen Faden wird, das heißt bis zum Morgengrauen. Das ist im Gebetsplan die erste Zeit, die man im Gebetsplan sieht. In dieser Zeit muss man aufhören zu essen und zu trinken. Das heißt, Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr ist das, was ohne Wenn und Aber, ohne Zweifel das Fasten zunichte macht, wenn man das absichtlich ohne Zwang macht und ohne Vergesslichkeit macht. So. Jetzt, wie ist das mit Zahnpasta? Jetzt haben einige darunter verstanden, es geht nicht nur um Essen und Trinken, sondern es geht um das, was man in den Körper hineinführt, in das Innere des Körpers. Und das wird dann Jauf genannt. Da gibt es wieder unterschiedliche Meinungen. Was ist der Jauf? Wo fängt der Jauf an? Die Hanbaliten sagen zum Beispiel ab dem Hals. Und dann gibt es einen Hadith vom Propheten, wo er sagt, Bälir fil istinshak illa antakuna soima. Übertreib im istinshak, das ist das Wasser in die Nase ziehen. Ja? Das ist Pflicht. Im hambalitischen Madhab ist das Pflicht, egal ob Ramadan oder nicht Ramadan, es gehört zum Gesicht dazu, dass man Medmeda und Istinshak macht. Medmeda im Mund das Wasser nimmt und durch die Nase das Wasser zieht. Aber übertreibt darin, außer wenn ihr fastet. Was heißt das? Das heißt, der Prophet sagt damit, es geht nicht nur ums Essen, weil keiner würde sagen, durch die Nase etwas zu ziehen ist Essen. Weil die Nase ist nicht der normale Ort, wo man das Essen durchzieht. Es geht darum, etwas in den Körper hineinzuziehen. Ja. Und wäre das kein Problem, etwas durch die Nase in den Körper hineinzuziehen, hätte der Prophet nicht gesagt, mach das außer Ramadan. Das wollte ich erstmal als Grundregel nennen. Deswegen gibt es viele Meinungsverschiedenheiten. Und man kann sagen, im Allgemeinen ist das, was auf diese drei Dinge zurückgeht, sag mal leise, was auf diese drei, ach, da habe ich nicht gehört. Was auf diese drei Dinge zurückgeht, Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr, was davon abgeleitet werden darf. Sei es von der Tat oder der Wirkung etwas, was das Fasten bricht. Jetzt, wie ist es mit Zahnpasta? Es gibt einiges an, das bricht das Fasten, wegen dem Geschmack. Ja. Und Geschmack ähnelt dem Essen und so weiter. Wir sagen nein. Erstmal würde man nicht sagen. Und wie gesagt, ich akzeptiere, dass wenn einer diese Meinung hat, ich putze übrigens die Zähne nicht mit Zahnpasta, während ich faste. Nur mal so nebenbei. Ich mache das kurz, bevor ich mit dem Fasten aufhöre. Aber zu sagen, das bricht das Fasten, ist eine andere Sache. Was ich selber für mich praktiziere, ist die eine Sache. Und was, wo ich sagen kann, das bricht das Fasten, ist eine andere Sache. Der Prophet a.s.w. hat während dem Fasten Siwak benutzt. Siwak, das heißt ein Stück Holz, das auch einen bestimmten Geschmack hat. Und Wasser, wenn man Medmeda macht, hat auch einen Geschmack. Wasser hat einen Geschmack. Deswegen gibt es verschiedene Wassersorten. Der eine mag zum Beispiel Selters lieber, der andere mag Gerolsteiner Wasser lieber. Hat einen unterschiedlichen Geschmack, je nachdem. Das heißt, Wasser hat auch einen Geschmack. Deswegen sagen manche, mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Wasser hat einen Geschmack. Und der Siwak hat einen Geschmack. Das heißt, es kommt nicht auf den Geschmack im Mund an, sondern es kommt darauf an, dass man etwas runterschluckt. Der Mund ist nicht der Ort. Das heißt, wenn man absichtlich Zahnpasta runterschluckt, ja, dann bricht es das Fasten. Aber wenn man nur die Zähne einfach putzt, bricht es das Fasten nicht. Das ist die Meinung, die wir am stärksten finden. Wallahu ta'ala alim und Allah weiß es am besten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درست تنير مآثر الفكر.